haben wir ein weiteres Thema mit den Spannungen zwischen Litauen und China, wo die EU jetzt auch nach einer gemeinsamen Stimme sucht. Wie wird es denn hier weitergehen? Wie wird sich hier auf Österreich positionieren? Ich glaube, ganz wesentlich ist, dass wir hier zusammenstehen, dass wir es nicht zulassen, dass ein Divided Impera stattfindet, dass also dritte Staaten, egal ob jetzt China oder Russland, sich einzelne EU-Staaten rauspicken und sie sozusagen gesondert behandeln können. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine EU der 27, müssen auch als solche international auftreten. Ich würde aber, was China betrifft, noch einen Schritt weitergehen. Wir haben sozusagen eine Phalanx der freien Welt und ich würde da auch Staaten wie Australien, Kanada oder Neuseeland dazu zählen. Und ich würde da sehr hoffen, dass wir hier auch ein sehr starkes Zusammentreten haben und auch da nicht zulassen, dass hier von anderen Staaten, die ganz systemisch und uns sozusagen ein anderes Wertemodell auf den Tisch legen, da einzelne Staaten herauspicken und ausgesondert behandeln lassen. Dann gab es auch eine Cyberattacke auf indische Regierungswebsites. Wie muss denn hier die Antwort ausfallen? Da hat vorher die schwedische Kollegin schon scharfe Worte gefunden. Wie beurteilen Sie da die Lage? Also das ist sicher wahnsinnig besorgniserregend. Es heißt ja heutzutage, dass eine Cyberattacke durchaus davor Vorhof sein könnte anderer Aktivitäten oder militärischer Aktivitäten. Ich glaube, dass wir die Situation in der Ukraine und gerade die Beziehung zu Russland sehr aufmerksam beobachten müssen. Und das ist ja genau die Diskussion, die gestern schon stattgefunden hat, heute stattfinden wird. Ich glaube, auch hier braucht es eine gemeinsame Sprache der Europäischen Union. Es braucht eine gemeinsame, starke Sprache der Europäischen Union. Wir müssen klar signalisieren, wenn man glaubt, dass man die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens in Europa, die seit Helsinki eigentlich bestehen, seit 1975, wo man den Höhepunkt des Kalten Krieges sich einigen konnte auf gewisse Grundregeln, wenn man die mit Füßen tritt, dann muss es von der Europäischen Union eine klare Antwort geben und die klare Aussicht, dass es hier eine starke Reaktion geben wird. Ganz kurze Nachfrage, gibt es schon Reaktionen auf diese Cyberattacke? Es ist noch sehr frisch, gibt es schon Kontakt mit der Postbank zum Beispiel? Hat man sich schon austauschen können? Also ich hatte jetzt gerade vorher noch eine andere Sitzung. Ich gehe davon aus, aber ich bin jetzt selber nicht im Bilde davon. Aber natürlich werden wir das sehr stark beobachten. Wir haben leider Gottes in den letzten Jahren, auch das Außenministerium in Wien war ja mal Ziel eines sehr massiven Cyberangriffs, den größten, den wir hatten in den letzten Jahrzehnten, dass das leider Gottes ein Teil der diplomatischen Realität ist oder der internationalen. Auf jeden Fall muss das sehr genau beobachtet werden, woher kommt das und was ist das genaue Ziel des Angriffs. Momentan habe ich da noch nicht ausreichende Informationen. Danke. Ich glaube, solange man miteinander redet, ist es gut und ich halte es für richtig und wichtig, dass hier direkte Gespräche stattfinden zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, dass auch im NATO-Rahmen miteinander gesprochen wird und dass auch von EU-Seite und auch im Rahmen, was ich besonders für wichtig halte, im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit hier Gespräche stattfinden in Wien. Ich glaube, solange man miteinander redet, ist noch nicht jegliche Hoffnung verloren. Aber ja, die Situation ist ernster, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir die freie Welt der Westen, sie sich eng miteinander abstimmt, um dann gewappnet zu sein, falls es notwendig sein sollte, in der Hoffnung, dass es nicht notwendig sein wird. Danke sehr.